geht ab YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal Nummer 1 hier auf YouTube. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch mein Burning Abyss Deck Profil in der PK Fire Variante und ich verspreche es euch, das Deck brennt so richtig. Am Ende sprechen wir noch über die Preise und was euch das Deck kosten würde. Doch bevor wir loslegen, lasst mir einen Daumen da für noch mehr Yu-Gi-Oh! Content und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ich euch auch in Zukunft weiterhin wunderbaren Yu-Gi-Oh! Content liefern kann. Und ohne noch mehr von eurer kostbaren Zeit zu verschwenden, los geht's! Wir legen direkt los mit unserem 40-Karten-Main-Deck. Wir spielen dreimal Fafa, Grimme Katze des brennenden Abgrunds. Was Fafa macht, ist folgendes. Wenn er in den Friedhof geschickt wird, kann man ein gegnerisches Monster nehmen und bis zum Ende des Spielzugs verbannen. Was echt super ist, um sich problematische Monster erstmal aus dem Weg zu schaffen. Dann spielen wir dreimal Skarm, unseren Searcher im Deck. Dann spielen wir zweimal Libbig. Was Libbig macht, ist folgendes. Wenn er in den Friedhof gelegt wird, kann man ein Finsternismonster vom Typ Unterwälter der Stufe 3 von seiner Hand spezial beschwören. Die Effekte bleiben annulliert. Was super hilft, vor allen Dingen in den Situationen, wo man nicht Burning Abyss Monster auf dem Feld hat. Dann kommen wir zu den One-Offs. Wir spielen ein Barbar, ein Graf und ein Seer. Graf Special Burning Abyss Monster aus dem Deck, Seer Special Burning Abyss Monster aus dem Friedhof und Barbar, wenn er in den Friedhof kommt, kann man bis zu 3 Burning Abyss Monster im Friedhof nehmen und dem Gegner pro Burning Abyss Monster 300 Schaden zufügen. Was vor allen Dingen in den Momenten hilft, wo der Gegner eh schon low an Life Points ist. Dann spielen wir noch weitere One-Offs und zwar einmal Kelcap. Kelcap schickt gesetzte Zauber- oder Fallenkarten zurück auf die Hand. Alec negiert Effekte von offenen Monstern und Kagna ist eigentlich nicht der Rede wert. Den spiele ich nur als weiteren Extender, um ihn von der Hand specialen zu können. Und dann spielen wir noch einen Dragic und einen Rubik. Rubik ist zwar ein Tuner, wir haben jedoch keine Synchro-Monster im Extra-Deck. Beide Karten dienen dazu, um sie als Extender von der Hand zu specialen. Dann spielen wir dreimal den teuflischen Nashornkrieger. Wenn er in den Friedhof geschickt wird, kann man ein weiteres Unterweltlermonster aus dem Deck in den Friedhof schicken. Dann spielen wir zweimal die Fremdenführerin aus der Unterwelt. Einmal in der Alternative Art, die ist vor kurzem erst im Dual Overload erschienen und ich finde die optisch allererste Sahne. Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn mit der nächsten Banlist die Fremdenführerin wieder auf 3 gehen könnte. Und dann spielen wir als letztes Unterweltlermonster den Scherenkobold. Einen weiteren Extender, den man aus dem Friedhof spezial beschwören kann, indem man eine Karte von seiner Hand oben aufs Deck legt. Dann kommen wir zu Phantom Ritter Engine. Dreimal die leisen Stiefel, zweimal der uralte Schleier und zweimal die lumpigen Handschuhe. Und dann kommen wir zu den Fallenkarten. Wir spielen zweimal die Nebelklinge der Phantomritter. Das waren auch schon alle Fallenkarten, die wir spielen. Wir kommen zu den Zauberkarten und zwar spielen wir zweimal den Topf der Trägheit. Wir spielen den Topf der Trägheit zweimal, weil wir ihn ohne Probleme auf der Opening Hand sehen können. Wir haben so locker im ersten Zug mehr als 5 Monster im Friedhof und können so den Vorteil von Topf der Trägheit zu unseren Gunsten nutzen. Dann spielen wir dreimal Verlockung der Finsternis. Fast all eure Monster sind Finsternismonster im Main Deck. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu erzählen. Dann kommen wir zu den One-Offs und zwar einmal Törichtes Begräbnis, einmal die Wiedergeburt und einmal die Verstärkung für die Armee. Törichtes Begräbnis ist ein Burning Abyss Deck. Alles, was man machen will, sind Monster in den Friedhof schicken, um dann ihre Effekte voll ausnutzen zu können. Monster Wiedergeburt ist sozusagen ein weiterer Extender und die Verstärkung für die Armee ist der Searcher für eure Phantomritterkarten. Und dann spielen wir noch den versprochenen Spicy Spice und zwar Instant Fusion. Sobald wir Cherubini auf dem Feld haben und Raubpflanze Werte Anaconda, kommt Instant Fusion zum Einsatz. Cherubini liegt oben in eurer Extra-Monster-Zone und zeigt mit den Pfeilen nach rechts und nach links unten. Und mit der Raubpflanze Werte Anaconda aktivieren wir dann folgenden Effekt. Du kannst 2000 Lebenspunkte zahlen und einen Fusions- oder Polymerisation schnell oder normal Zauber von deinem Deck auf den Friedhof legen. Dieser Effekt wird gleich dem Effekt des Zaubers. Wenn die Karte aktiviert wird, zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Was gar kein Problem ist, in der Regel ist das die letzte Beschwörung, die wir in unserer Combo tätigen. Und welches Monster wir dann mit Instant Fusion beschwören, ist folgendes. El Shaddoll Winder. Und zwar beschwören wir sie auf dem Feld, auf das Cherubini zeigt. Cherubinis Effekt ist nämlich, Monster, auf die diese Karte zeigt, können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Was wiederum bedeutet, El Shaddoll Winder bleibt im gegnerischen Zug liegen. Und für all die, die nicht wissen, was Winder macht, jeder Spieler darf nur ein Special Summon pro Zug machen, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt. Was es eurem Gegner unfassbar schwierig machen wird, in seine Kombos zu gehen.
Wir kommen zum Extra-Deck. Wir spielen einmal Beatrice. Leider ist sie laut der aktuellen verbotenen und limitierten Liste nur auf 1. Und 2 Dante, Reisender des brennenden Abgrunds. Dann spielen wir 4 generische Xyz-Monster. Das zerbrochene Schwert poppt Karten. Nummer 47 kann direkt angreifen. Super Quantal Mech Ungeheuer Grampuls poppt die Backrow. Und Levia specialt euch ein verbanntes Monster der Stufe 4 oder niedriger auf eure Spielfeldseite. Wir kommen zu den Link-Monstern. Wir spielen einmal die neue Raubpflanze Werte Anaconda, die jetzt erst im Dual Overload erschienen ist. Dann einmal den Cherubini und den Kaliberschwertdrachen für eure OTKs. Dann spielen wir noch 2 weitere Link-Monster, und zwar einmal den topologischen Trisbania und das Nightmare Unicorn. Wir kommen zu unseren Fusionsmonstern. Wie eben gerade schon erwähnt, bringt Elshadowwinder das Deck so richtig zum Brennen, um im Mai 2020 gegen die aktuelle Meta bestehen zu können. Dante, Pilger des brennenden Abgrunds spielen wir, weil in den meisten Fällen keiner damit rechnet. Und der Hungergift-Fusionsdrache ist euer Super-Poly-Target. Womit wir auch zum Side-Deck kommen, und zwar dreimal Lava-Golem. Warum Lava-Golem? Weil er problematische gegnerische Monster aus dem Weg schafft und weil man im Burning Abyss-Deck nicht auf seine Normalbeschwörung angewiesen ist. Dann spielen wir 3 Zwillingstwister, falls man auf ein Backrow-Heavy-Deck trifft. Dreimal vom Grab gerufen, dazu brauche ich glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Dann dreimal eine meiner neuen Lieblingskarten, die vor allen Dingen in der aktuellen Meta unumgänglich ist. Dark Ruler No More wird benötigt, sobald ihr gezwungen seid, Second zu gehen. Dann spielen wir noch 2 Feuersee des brennenden Abgrunds und eine Superpolymerisation, die ihr gegen Instant Fusion austauscht, sobald ihr gezwungen seid, Second zu gehen. Das war mein Burning Abyss Deck Profil. Wir machen aber direkt weiter. Ich zeige euch jetzt, was dieses Deck im Mai 2020 kostet. Um euch die Frage zu beantworten, was euch das Deck kosten würde, wenn ihr das genau in dieser Variante im Mai 2020 spielen wollen würdet, ich verrate es euch, lasst uns direkt einsteigen. Doch bevor wir loslegen, kurz zur Erklärung: der Preis der jeweiligen Karte orientiert sich immer an ihrer niedrigsten Rarität. Und die Preise orientieren sich an cardmarket.com. Nein, ich werde nicht gesponsert, trotzdem meiner Meinung nach die beste Adresse, um einzelne Karten zu kaufen. Lass uns direkt loslegen. Und zwar kommen wir direkt zum Main Deck. Das Main Deck kostet euch, und jetzt haltet euch fest, das Main Deck kostet euch 25 Euro. Ja, um die 25 Euro, das ist nix. Also das ist ein unfassbarer Preis für ein kompetitives Main Deck im Mai 2020. Ich glaube, es gibt fast kein anderes Deck, wo ihr ein komplettes Main Deck für 25 Euro bekommt. Die meisten Karten, die früher mal teuer waren, haben mittlerweile günstige Reprints in Structure Decks bekommen, wie zum Beispiel Allure of Darkness, und deswegen ist das Deck viel, viel erschwinglicher, als es noch vor 2, 3, 4, 5 Monaten der Fall war. Ja, das Main Deck ist unfassbar günstig. Doch bevor wir uns zu früh freuen, lass uns erstmal in die Preise vom Extra und vom Side Deck schauen, nämlich, wie ihr schon richtig vermutet, dort wird es auf jeden Fall ein Hauch teurer werden. Lass uns direkt mal ins Extra Deck einsteigen. Und wie bereits angekündigt, der Preis fürs Extra-Deck haut ordentlich rein. Fast dreimal so teuer wie das Main-Deck, und zwar 70 Euro. Was unter anderem daran liegt, dass wir einen Borosaur Dragon drin haben, Cherubini, von Cherubini gibt es aktuell nur einen Print, und die neu im Dual Overload erschienene Karte Predator Plant Verte Anaconda. Ja, die Karten hauen ordentlich rein mit jeweils, ich sag mal so zwischen 15 und 18 Euro. Dementsprechend wird das Extra-Deck extrem teuer. Ja, also die reinen Burning Abyss Karten, die gehen vom Preis. Dante in der Common Variante kostet nix, keine Ahnung, 39, 49 Cent oder sowas. Beatrice ist noch ein bisschen teuer mit 6, 7 Euro. Und ansonsten ist der Rest auch relativ erschwinglich. Also ihr könnt den Boral Sword Dragon auch gegen den Boral Load Dragon austauschen. Dann wird es definitiv günstiger. Einige Xyz Rank 3 Monster könnt ihr natürlich gegen andere austauschen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das Extra Deck, so wie es gebaut habe, zumindest gegen die meisten aktuellen Meta Decks gut vorbereitet ist. So viel zum Extra Deck, wir gehen direkt ins Side Deck rein. Side Deck ist tatsächlich auch teurer als das Main Deck, was unter anderem daran liegt, dass wir Karten drin haben wie Dark Ruler No More. Die Karte, als ich sie mir damals noch gekauft habe, war bei 1 Euro. Also ich habe ein Playset für 3 Euro bekommen, weil sie zu dem Zeitpunkt keiner gespielt hat. Alle haben sich auf Nibiru gestürzt und keiner hat Dark Ruler No More beachtet. Zack, direkt 6 Stück gekauft für 6 Euro, so muss das sein. Mittlerweile kostet eine Copy über 6 Euro. Das ist ein echt harter Preis für so eine Karte. Da ist man bei einem Playset locker irgendwie bei 18, 19 Euro. Und deswegen ist das Side-Deck leider ein bisschen teurer als das Main-Deck, und zwar ungefähr 40 Euro, was unter anderem an Dark Ruler No More liegt und den Called by the Graves, die wir drin spielen. Twin Twister mittlerweile super günstig zu bekommen, da ein Common Reprint bekommen hat, genauso wie der Lava Golem. Also die teuren Karten sind tatsächlich Called by the Grave und Dark Ruler No More. Die
könnt ihr natürlich auch gegen andere Karten austauschen. Ich bin allerdings der Meinung, im zweiten Match, wenn man Second gehen muss, ist Dark Ruler No More eigentlich eine Karte, die man definitiv reinsiden muss. Sonst wird es tatsächlich schwierig, das gegnerische Board zu brechen. Zusammenfassend muss man sagen, dass das Deck ein ungefähr zwischen 110 und 135 Euro kosten würde. Ja, was soll ich sagen? Cash, Money, Bitches, Cocaine, Yu-Gi-Oh! Ja, genau so sieht's aus. Ist tatsächlich ein bisschen happig und es fehlen so Karten im Extra-Deck wie eine IP Mascarina oder eine Apollosa, die den Preis in unfassbarer Höhe katapultieren würden. Deswegen ist das sozusagen ein realistisches Deckprofil. Nicht jeder von uns hat eine Apollosa rumliegen, eine IP Mascarina. Da bin ich mit dem Tyrubini, der 15 Euro kostet, schon ganz weit oben. Wir beenden die Yu-Gi-Oh! Kartenpreisschlacht und kommen zum Ende des Videos. Das war's für heute und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert. Mich interessiert eure Meinung, was ihr von meinem Deckprofil haltet und wie ihr Burning Abyss im Mai 2020 spielt. Und wer es noch nicht getan hat, bitte abonniert diesen Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine Yu-Gi-Oh! Videos mehr verpasst. Wir sehen uns das nächste Mal.